OTSD Live. Hallo liebe NA-Checker, hallo liebe YouTuber und hallo alle, die gerade dieses Video sehen. Ich bin Phil von Light to Sound Events und ich möchte euch heute mal zum ersten Advent und damit zum, ja, im Prinzip Weihnachtsbeginn ein kleines Special zeigen, und zwar das neue Studio, in dem ich mich gerade befinde. Ich drehe mich mal so ein bisschen rum. Moment, so. Und will ich auch mal alles gesehen haben, ne? So. Das will ich euch mal kurz in ein paar Sekündchen, ja, zeigen, präsentieren, wie ihr auch immer das interpretieren sagen wollt. Was ist Neues hier? Wir haben erstmal natürlich die Wände in einem schönen mattgrau gestrichen. Ich denke mal, das ist das Erste, was auffällt. Viele haben mit Sicherheit auch schon Bilder bei Facebook gesehen und auf Twitter vielleicht was mitverfolgt. Jedenfalls, die Wände sind jetzt grau. Der Teppich, der ist schwarz geworden. Ein schwarzer, schöner Fusselteppich. Fühlt sich wundergeil an den Füßen an. Dann haben wir hinten für die Fotoshootings einen schwarzen Vorhang neu installiert sozusagen, um halt unsere Fotoshootings machen zu können für Lighter Graphics oder auch andere Sachen. Lighter Graphics, wer es noch nicht kennt, einfach mal bei Facebook suchen oder bei Twitter sind wir nicht. Aber bei Instagram, weil Bilder bei Instagram macht Sinn, da sind wir auf jeden Fall zu finden. Lighter Graphics, ich blende es gleich und naja, ihr seht's. Dann, was ist noch neu? Wir haben neue Flugpunkte für unsere Traversen. Ihr habt gerade schon gesehen. Also da sind für Traversen zwei Flugpunkte. Die waren vorher schon und die sind ja schon seit Ewigkeiten da hinten. Aber jetzt haben wir es natürlich in so einer Art Karree hängen. Und das ist wunderschön, weil an der Traverse können wir Scheinwerfer dran machen für Fotoshootings. Und andersrum können wir natürlich auch noch hingehen und für Partys einfach hier ein paar Scheinwerfer hinhängen, ein paar LED-Effekte. Und wir haben eine wunderschöne Club-Atmosphäre sozusagen. Dann, was natürlich geblieben ist, sind Regale. Regale sind wieder drin sozusagen. Genauso die Anlage. Die Anlage ist auch nach wie vor in dem Raum hier verbaut. Und das letzte, das Highlight, was dazugekommen ist oder was neu ist, ich krieg's gerade nicht ins Bild, so. Das ist das neue DJ-Pult oder der neue DJ-Tisch schlechthin. Und zwar aus Paletten gebaut, aus zwei schönen Paletten. Ein schönes, ja, Brett obendrauf. Und fertig ist das wunderschöne DJ-Pult, DJ-Desk. Und es sieht wunderschön aus. Innen drin sind auch noch LED-Lampen verbaut, die jetzt gerade nicht an sind, aber da sind genug Bilder auf Facebook und Twitter oder Instagram auf meinem persönlichen Account. Da kann man genug sehen und finden. Dann als Laptop-Ablage dient zurzeit noch ein altes Ölfass. Wird aber bald durch einen, ja, großen Laptop-Ständer ersetzt werden. Da dieses schöne Ölfass demnächst als wunderschönen Stehtisch dienen soll. Ansonsten gibt es hier unten eigentlich nichts Besonderes Neues, würde ich sagen. Außer, dass man hier noch wunderschön demnächst Produktvideos für YouTube drehen kann. Durch die neuen Hängemöglichkeiten ist das echt wunderschön. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr nochmal irgendwas im Detail sehen wollt sozusagen, dann schreibt mir einfach eine Mail oder bei Facebook oder was auch immer. Oder in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt auch. Und wenn ihr Verbesserungsmöglichkeiten habt, das natürlich dann auch. Ansonsten war's das. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent, einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Woche. Denn da gibt's dann das nächste Video. Tschüss.